jetzt bloß nicht gleich ausflippen. Kennt ihr Camille, das Stück? Pauline. Mein Kätzchen soll gestreichelt werden. Das heißt, will gestreichelt werden. Also, ihr kennt Kaspar Friedmann, den Regisseur am Schauspielhaus. Ja. Er inszeniert wieder und er macht Camille. Und er will alle Rollen mit Studenten besetzen. Er sitzt im Publikum. Unsere neue Lampe flackerte sehr. Wir holten uns einen Mechaniker her. Der hat sich stundenlang abgerackert. Die Lampe hat immer weiter geflackert. Der meinte aber, das sei ein Monteur und wir wissen genau, als erfahrener Monteur, das gehe von selber wieder vorbei und dass es nur Lampenfieber sei. Liebe Agenten, liebe Regisseure, liebe Mütter, liebe Gäste, apropos Lampenfieber. Herr Gessler! Die Kinder des Lichts lauern da hinter der Bühne und drehen mir den Hals um, wenn ich jetzt lange rede. Also, lassen wir sie los. Vorhang auf, Bühne frei für die ersten 3 Studienjahre. Unsere Kuchen fangen an. Ganz furchtbar, ganz schrecklich. Jetzt ist er dir auf den Bauch gerutscht. Oh Gott, du hast auch 2 Flöhe. Wo hast du die denn? Po, beide am Po. Oh, mach die weg, schau, tritt drauf. Irina, kommt ihr mal? Du bist Irina? Oui. Hast du mal so eine Werbung? Oh, ja. Mädchen mögen Magerquark. Jedenfalls ist die Rolle der Kamin Mittwoch um 9.15 Uhr, die Stellen sind markiert. Darf ich dich küssen? Es ist echt Konzert. Hey, bleibst du mal? Genau, Valerie. Nee, Josephine. Josephine Lorenz. Ah, ausgeschlafen? Naja, jedenfalls, Seite 14, klein aber fein, die Figur heißt Simon. Es ist erstmal nur ein Vorsprechen. Na Mensch, immerhin. Dankeschön. Der junge Mann hat was zu verkünden. Ja, ich glaube, ich habe mich letztes Mal nicht bei allen vorgestellt. Mein Name ist Christoph Werner, ich bin der Assistent von Kaspar Friedmann und ich werde euch die nächsten Wochen in die Wirklichkeit entführen. Naja. Ihr seid unsere Besetzung. Moment. Hallo. Kaspar hat auch zu meiner Verwunderung etwas anders besetzt. Josephine, du spielst Camille. Das ist ein Ding. Wow. Am Schauspielhaus. Ja. Er inszeniert wieder und er macht Camille und er will alle Rollen mit Studenten besetzen. Josephine, du spielst Camille. Camille geht bis zum Äußersten. Die vögelt sich fast zu Tode, die schneidet sich die Arme auf. Und du? Bist du kaputt?
Machst du Männer an? Ich soll also alles durchmachen, was Camille durchmacht? Ich lass mich vergewaltigen und ritz mir die Haut auf? Ritzen ist ein bisschen harmlos gedacht. Wir sind ja nicht auf der Schule. Fangen wir an zu lesen. Erste Szene, Haus Yves, Auftritt. Ich bin Camille. Joachim. Merken Sie sich meinen Namen? Ganz allein? Sex ist für mich wie Kuchen essen. Ich esse und esse und kann nicht genug davon bekommen. Was macht ihr eigentlich auf eurer Schauspielschule? Leute, ich brauche Energie. Ich brauche Spannung. Ihr müsst aufwachen. Ob du da oben schläfst oder ob du spielst, das macht überhaupt keinen Unterschied, Mädchen. Man sieht dich einfach nicht. Ich sag doch, du bist dafür nicht gemacht. Fienchen. Ich glaube, ich muss gehen. Bleib doch hier. Und was dann? Ich werde dich quälen. Du wirst dich quälen. Klasse! Du bist ein Sadist. Ja, das hat nichts mit Theater zu tun. Das ist Psychokacke. Du hast schon mal so schöne Gedichte geschrieben. Eine Gruß. Was ist los mit dir? Was du siehst, ist nur eine Hülle. Warum hast du mich besetzt? Weil du denkst, dass ich einen Schaden habe? Bring jetzt alle durch! Das bist doch nicht du. Das ist nur die Rolle.